Ja, das sogenannte Fracking ist, wie gesagt, eine nicht unumstrittene Methode zur Erdgasgewinnung. Der Bundesrat plant, noch vor den Sommerferien über einen Gesetzentwurf zu entscheiden, der das Fracking erlauben soll. Heute steht im Bundestag eine Anhörung zum Thema auf der Tagesordnung. Kritiker fordern seit Monaten, das geplante Gesetz zu stoppen. Die niedersächsische Landesregierung hat einen Verbotsantrag aber abgelehnt. Im Studio begrüße ich jetzt Stefan Ott, den stellvertretenden Geschäftsführer vom BUND-Landesverband Niedersachsen. Herr Ott, es hat einen Verbotsantrag für das Fracking gegeben, der ist aber von der Landesregierung Niedersachsen abgelehnt worden. Warum eigentlich? Ja, die Landesregierung in Niedersachsen hat nie ein Hehl daraus gemacht, dass sie Fracking in Niedersachsen weiter betreiben will, weil sie sagen, Fracking, dieser sogenannten Tidegas-Vorkommen aus dem Sandstein, wird hier seit 1960 betrieben. Das sei sicher, sei nie was passiert und deshalb will man das auf jeden Fall weiter betreiben. Das heißt, wir betreiben etwas weiter, was wir eigentlich schon haben. Wir betreiben etwas weiter, was wir schon haben, wo wir 2 Jahre jetzt keine neuen Genehmigungen haben, so eine Art Moratorium. Darüber hinaus kommt nach dem derzeitigen Gesetzentwurf der Bundesregierung allerdings auch in Frage, dass es in Niedersachsen Forschungsvorhaben zur Schiefergasgewinnung geben könnte. Und wo liegt das Problem bei der Schiefergasgewinnung? Bei der Schiefergasgewinnung und der Tidegasgewinnung in beiden Fällen ist das Hauptrisiko, dass hier ja Schichten im tiefen Gestein durchstoßen werden und auch grundwasserführende Schichten, wo wir unser Trinkwasser gewinnen letztendlich. Auch die Risiken, dass zusätzlich kleine Erdbeben ausgelöst werden können, sind mittlerweile bestätigt. Und es ist insgesamt aus Sicht des BUND eindeutig eine Gefahr für die Bevölkerung. Jetzt sieht ja der Gesetzentwurf der Bundesregierung vor, dass das Fracking nur in sehr bestimmten Grenzen in einem quasi kleinen Rahmen betrieben werden darf. Kann dadurch überhaupt Schaden angerichtet werden? Da kann aus unserer Sicht immenser Schaden angerichtet werden. Ausgenommen sind beispielsweise ja noch nicht mal die sogenannten Natura 2000-Gebiete, also die wertvollsten Gebiete aus Sicht des Naturschutzes. Auch dort dürfte Fracking stattfinden oder jedenfalls vom Rand her auch dann horizontal unter diese Gebiete gebohrt werden, die ja teilweise auch von Grundwasservorkommen abhängig sind. Und die grundwasserführenden Schichten haben wir ja in allen möglichen Bereichen, auch außerhalb der Gebiete, wo das Trinkwasser Vorberger Feld zum Beispiel heute gefördert wird, gibt es ja grundwasserführende Schichten und diese Grundwasserleiter, diese Grundwasservorräte sind miteinander verbunden, sodass man nicht sagen kann, weil man an einer Stelle nicht bohrt, ist das Risiko an der anderen Stelle völlig ausgeschlossen. Befürworter des Frackings stellen ja die Methode oftmals als unbedenklich dar. Sie haben jetzt eben schon Kritik geäußert. Welche ganz konkreten Befürchtungen gibt es für Mensch und Umwelt? Die Befürchtungen sind einfach, oder unsere Kritik basiert darauf, dass den Bürgern hier Glauben gemacht wird, weil man es schon seit Anfang der 60er Jahre betreibt, sei es sicher. Fakt ist, dass man in dieser Zeit bei praktisch keiner einzigen Bohrung systematisch nachgeschaut hat, ob die Bohrstrecke nach unten wirklich noch dicht ist. Und Sie können sich vorstellen, wenn man in 3000, 4000 Metern Tiefe sozusagen bohrt und es treten dann von diesen giftigen Frackflüssigkeiten Stoffe aus, die sind nicht übermorgen an der Oberfläche. Dort führt man Umweltüberwachung durch, dort schaut man, wie die Qualität des Grundwassers ist. Aber wie wir die Zusammenhänge beispielsweise aus der Asse kennen, dauert es sehr, sehr lange, bis etwas aus diesen Bereichen dann in die Schichten kommt, wo es wirklich gefährlich wird für die Bürgerinnen und Bürger und ihr Trinkwasser. Wo konkret in Niedersachsen liegen denn die Gebiete, die fürs Fracking vorgesehen sind? Ja, die Gebiete, in denen wie bisher dieses sogenannte Tidegas gefördert werden soll, ich glaube, die kennen alle Bürgerinnen und Bürger in Niedersachsen, weil sie auch gut sichtbar heute schon vorhanden sind. Just heute hat die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften interessante Karten veröffentlicht, wo man endlich mal sehr genau sehen kann, wo auch diese sogenannten Schiefergas-Forschungsvorhaben, die nach dem derzeitigen Gesetzentwurf der Bundesregierung möglich wären, liegen könnten. Und davon ist der ganz große Teil eben östlich und westlich von Hannover. Und ich glaube, wenn die Bürgerinnen sich diese Karten anschauen, werden sie sich dem Risiko auch bewusst werden. Stichwort Bürger und Bürgerinnen. Was können wir jetzt noch tun, wenn jemand gegen das Fracking ist?
Also in dieser Woche gilt es, würde ich mal sagen, eigentlich für die Bürgerinnen und Bürger, denn wir rechnen damit, dass noch im Juni der Deutsche Bundestag über den Gesetzentwurf beraten wird. Und ich kann allen Bürgerinnen und Bürgern nur raten, die auch künftig sauberes Trinkwasser in Niedersachsen haben wollen, dass sie sich jetzt an ihre Bundestagsabgeordneten wenden, gleich welcher Partei, denn es gibt auch bei CDU und SPD eine große Gruppe von Kritikern dieses Vorhabens. Parteigrenzenübergreifend hinweg wird das sehr kritisch gesehen. Sprechen Sie die jetzt an und sagen Sie, wir wollen Niedersachsen sicher halten. Stefan Ott, stellvertretender Geschäftsführer beim BUND Niedersachsen zum Fracking. Vielen Dank für Ihren Besuch im Studio. Dankeschön.